Siehst du? Ich habe ein Brandloch drin. Ja. Wenn man den ich verzog, ist ein Brandloch. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist richtig durchgebrannt. Oh, krass.
Mach ich mein Bett zu Brei hoch. Ja, Moment, das will ich filmen. Ey. Ich bin jetzt offiziell durch mit dem Schnitzen. Okay. Für heute. Was denn? Zweite. Raus? Raus. Scheiße. Ich glaube immer noch an den. Das Material war zu dick. Das einzige Problem ist einfach, dass das Bundeswehrmaterial doch scheiße ist. Zumindest das alte. Das muss es sein, ne? So, Wanderstock fertig. Schnitz wieder kein. Bitte? Nur mal eben quick und dirty. Ah, da sind am Ende wieder ein Löffel drauf. Oh. Ja, die sieht ja auch gut aus. Ne? Ja, also sehr optisch ansprechend. Kann man nichts sagen. Was wird vor uns? Meinst du so in allen Punkten, was Wasser für mich besser ist? Auf die konzentrieren wir schon, was hier drin sind. Ich auch. Ich lache jetzt. Wie lange hat dein Lager heute aufbauen gedauert? Ich will keine Antwort darauf haben. Dafür ist meins aber auch nicht so komfortabel. Ja, mal sehen. Mal gucken, ob du durchschlafen kannst. Schade, dass ich von Tios. Ah, doch, so rechts zu gucken. Was hast du gerade gesagt? Was? Was wolltest du haben? Die Axt? Warte. Hat eine neue Öse gesetzt übrigens. Das war das Hämmern. Ach so. Ja, warte mal. In der nächsten Zombie-Apokalypse wirst du mich bitten, Ösen einzubauen. Auf jeden Fall, also wenn ich jemanden fragt nach Ösen, ne, bist du mein Mann, also ich würde niemals jemand anders fragen. Ist nämlich nicht cool, wenn man bei einer Zombie-Apokalypse mit dem Ding abstürzt. Das stimmt. Ja, du, wenn man alles gemacht hat, ne? Seit Stunden sein Lager steht, man sich den High-Class-Löffel aus einem Stamm herausgeschnitzt hat. Weil ich hatte von vornherein vor, einen Löffel zu machen. Ja? Das sollte nie eine Schale werden. Das sollte immer ein Löffel werden. Okay. Ich wollte nur diesen großen Stamm, damit das mehr Herausforderung ist. Ja. Okay. Der sieht doch nur so komisch aus, weil ich niemanden einschüchtern wollte. Aber ich werde ihn eisern benutzen. Ja. Wahrscheinlich habe ich danach irgendwie 10 Splitter im Mund, aber das werde ich nicht zugeben. Und wenn ich ein bisschen blute, dann habe ich mir nur auf der Zunge gebissen. Okay. Das sieht man ja.
selbst wenn es so ein bisschen nieselt, haben wir echt genügend über uns, dass das lang genug eigentlich aushalten sollte. Ich tendiere echt dazu, das Tarp wegzulassen. Ja, meinst du sie eh zu lassen? Aber du hast auch kein Backup-Tarp mit? Was? Ich habe nichts gesagt. Mach da noch ein paar Ösen rein. Manchmal lachen Leute, ne? Und dann fallen die einfach rückwärts aus der Hängematte. Du Arsch, Arsch. Er sieht auf jeden Fall super gut aus. Ja. Ich glaube, ich muss mal YouTube anschreiben. Das ist ein komischer Typ, der filmt immer Leute einfach. Ich kenne den gar nicht. Ja, wenn das hält, hast du auf jeden Fall ein King-Size-Bett. Ja, jetzt wo das Paracord rum ist, dürfte eigentlich die Ösen nicht mehr reißen, oder? Also wenn, dann reißt der Stoff, aber die Ösen bleiben drin. Das war gar nicht so negativ gemeint. Ich hatte nicht gedacht. Ich hatte schon das geprägt, dass wir essen wollen. Ja, das lag mir schon auf der Zunge, aber ich dachte, nee, sag mal nix. Der guckt schon so grantig. Ich fühl mal den Druck so ein bisschen an. Ich mache meine Kelly Kettle schon mal an. Ist schwer, aber das war jetzt gar nichts. Das heißt, jetzt wieder für eine Anspielung. Was? Ich sag heute nichts. Ich hab dich schon mal Feuerholz gesammelt. Da kommst du bestimmt nicht mehr zu, bevor die Sonne untergeht. Meinst du also? Willst du was aufnehmen gleich? Achso, ich bin schon die ganze Zeit dabei. Achso. Ich möchte das gerne dokumentieren. Okay. Aber pass auf, dass das niemand nachmacht. Ich will dann das Patent haben. Auf jeden Fall, ich werde da gleich gleich was einblenden. Schläfst du am Ende voll gut, ich krieg die ganze Zeit Zeug in die Fresse und friere total. Ja, auf jeden Fall Gerechtigkeit. Wilder Arsch, ne? Ja, ich wäre soweit, also. Da habe ich so lange gewartet, jetzt muss ich mich auch erstmal wieder Von welcher Seite möchtest du das Elend denn gerne gefilmt haben? Gleiches Spiel. Ich bin schon wieder da. Ja, hier hält, ne? Nee, hier ist ja. Schade, echt. Jetzt bräuchte ich mal in die. Nein. Ich versuche was. Ja, definitiv, die Idee war auch gut. Schade, echt. Ich hätte auch gedacht, dass es mehr aushält. Gut, dass ich mich nicht reingelegt habe. 15 Kilometer. Ich bin wahrscheinlich direkt durchgefahren oder so. Was du machen könntest, wäre beide Planen quer nehmen und rumwickeln. Ja, ich hatte auch gerade gedacht, ob ich nochmal verbinde oder so. Also die Ösen halt auch ziemlich vorbei. Also so längs kannst du auch, wenn du beide verbindest, vergessen. Hm. Wenn, wie gesagt, quer. Dann kannst du eine Seite ein paar Mal rumschlagen, ja. Die andere Seite auch, dann mit dem Band nach unten nochmal festziehen. Das ich spiel noch mal ein bisschen mit. Drei. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir heute vom Boden weg sind. Deswegen ja, würde ich das für dich gut finden, wenn du auch vom Boden wegbleiben kannst. Ich kann mir auch Plan zusammen machen und mir so eine Wanne machen. Ja. Hier so ein bisschen hochziehen, dann ist man auch so ein bisschen, ne? Das stimmt.
Meistens ist immer der Korkenzieher am Schweizer Messerseil unnötig. Ja, ne? Ich glaube auch, dass ich das kalte Zeug habe. Und trocken. Ja, sowas von. Jetzt sollten wir mal wieder einen Korken aufmachen, wenn man es wegstellt, wa? Ja. Ja, da haben wir auch eine gute Buschstruktur. Perfekt gekühlt, das ist gut. Kann. Das ist eine Hämmer, also eine Bibi tatsächlich schwieriger als im Feld- oder Trapperbett. Ja. Weil die Decke immer zusammengedrückt wird. So. Das ist alles knapp und trocken, ne? Ja. Da gehen wir um sich greifen. Ich bin Sven von automobilist.net. Ich bin mal wieder mit meinem Kumpel Chris. Moin. Unterwegs bei einer Outdoor-Tour. Wir wollten euch mal wieder mitnehmen, damit ihr unser Gequatsch anhören könnt. Gibt mal wieder so ein bisschen was zu testen. Buckeln wieder ganz schön Kram. Fast die 95% Natural Bushcraft erreicht. Trag jetzt, ja,
mehr Wolle tragen nur Schafe. Also mal gucken, wie sich das alles bewährt. Das ist auf jeden Fall schwer. Den Wald wieder schön für uns. Ein paar quietschbunte Biker am Parkplatz. Und dann war auch Ruhe. Jetzt erstmal einen heftigen Abstieg, wo wir uns morgen früh schon drauf freuen, den wieder hochlaufen zu dürfen. Aber dann sind wir auch leichter. Den Met schleppen wir nicht wieder hoch. Regen angesagt, aber der scheint zum Glück vor uns runtergegangen zu sein. Wir haben jetzt gerade kuschelige 13 Grad, aber dank des Abstiegs ist das immer noch T-Shirt-Wetter. Unseren Platz haben wir erreicht. Rucksack kann erstmal abgestellt werden. Jetzt schauen wir erstmal, wie und wo wir unser Lager aufbauen. Vielleicht müssen wir mal wieder eine Seilhängematte austesten. Mal gucken, ob es diesmal funktioniert oder ob ich genauso scheiße wie letztes Mal. Ich habe gerade schon mal so ein bisschen gesammelt. Den Aufbau von der Hängematte, den zeige ich in einem extra Video, das kommt dann irgendwann nach der Tour raus. Und hier ist auch schon so ein bisschen mein Plan B, wenn die Hängematte nicht funktioniert, dann wird es ein Trapparbett werden. Aber ich bin noch guter Dinge. Hier hat Chris schon ein prima Stück entdeckt, das dann so aus dem Wald heraus anleuchtete. Also entweder hat das irgendjemand von der Rinde befreit oder das war die Zeit. Auf jeden Fall ist das noch ein solides Stück. Das sollte für die Zwecke funktionieren. Nachdem Chris letztes Mal die ganze Zeit gebaut hat, nimmt er diesmal die etwas gemütlichere Variante. Verständlicherweise. Ja, und drückt dir dann blöde Sprüche aus der Hängematte, wenn bei dir was nicht funktioniert. Was? Das finde ich auch nicht nett. Ich habe mir schon Popcorn mitgebracht. Nicht, dass mir da meine Machete in deine Matte fällt. Also. Ich habe ja keine Luftmatratze, das geht. Gut Leder. Aber dann gibt es ja dieses fiese Geräusch. Wie weit bist du denn jetzt? Ja, ich habe schon meinen Rucksack aufgemacht. Ah ja. Gleich bin ich quasi fertig. Okay, kannst du mir Bescheid sagen? Kannst du ein Nickerchen machen? Durch bist, ja? Falls du Hilfe brauchst, ich helfe dir auch. Ja, das glaube ich ja nicht. Hast du Ösen dabei? Da liegen noch welche. Hängematte sind schon echt viele. Ja, auf jeden Fall. Ich würde die Hängematte auch nicht müssen. Ich bin ganz froh, dass der Boden so weit trocken ist. Ja. Also kann eigentlich nur ein kleiner Schauer gewesen sein. Oder ist hier nicht ganz durchgekommen. So meine Asten ist die Machete echt Sahne. Ich nutze die immer wieder gerne. Das ist übrigens echt so ein Nachteil vom Frostriver, dass hier oben offen ist. Da muss man wirklich aufpassen, was man reintut. Das rutscht einem wahnsinnig schnell raus. Ja, aber das hat die Kassentasche extrem. Ja? Ganz extrem, ja. Na ja, gut. Ich muss die eigentlich mal wieder zuziehen. Oder? Ich glaube, ich werde hier mal so ein paar Knöpfe reinnähen. Ich habe zwar erst gedacht, das wäre Quatsch, da welche reinzutun, aber gerade wenn ich da Portemonnaie oder sowas drin habe, dann... Ja. Ich finde das dann doch lieber. Ist echt perfekt für einen Plan B Trapperbett. Man hat schon gut vorgearbeitet.
Das klingt doch gut. So. Haben Sie Wolldecke, hält es schon mal? Möchtest du live dabei sein oder reicht dir mein Fluchen? Hier auch wieder schön. Oben hin. Ah, wir sind gerade in der Entfernung Gewitter. Sollte ich vielleicht zusehen. Oder ist es ein Flugzeug? Nee. Nee, das ist Donner. Ich dachte eben schon, das ist ein Flugzeug oder so. Schön übereinander legen. Und gerade weil es donnert, sehe ich mal so ein bisschen zu, dass ich gleich meinen Tarp aufstelle. Aber jetzt gucke ich erstmal, ob ich mich da reinlegen kann. Das liegt sich gut. Das dürfte die erste. Na, die erste stimmt nicht ganz. Meine Paracord hat eine Hängematte, hat auch funktioniert, wenn so ein paar Gegebenheiten da waren, wenn die Bäume breit genug waren und so weiter und so fort. Aber das dürfte die erste Hängematte sein, die einfach nur zwei Bäume braucht. Und dann kann man drauf liegen. Wie gesagt, es könnte ein bisschen länger sein. Das merke ich jetzt, aber das ist eigentlich Jammern auf hohem Niveau. Ich liege gerade, ich liege sau bequem. Ich liege echt bequem. Dürfte so ziemlich das bequemste Liegen bisher sein. Neben dem Trapperbett, also Trapperbett ist genauso, also ist gleiche Stufe wie das Trapperbett. Und es ist vor allem sehr stabil, also stabiler als ich erwartet hätte. Wenn es die Nacht über so bleibt, umso besser. Ich werde das Tarp auch relativ niedrig abspannen. Richtig losschauern sollte, mir das im besten Schutz. Ich kann es nicht einschätzen. Wie das Wetter wird, oder? Ja. Nee, kann ich auch nicht. Spann ich bei mir auch schon mal eben richtig. Ja. Kann jetzt auch echt sofort losgehen. Kannst du umgehen. Genau. Also es ist nicht viel Zeit vergangen, sondern es ist jetzt tatsächlich so schnell so dunkel geworden. Da scheint also jetzt gleich was runterzukommen. Vielleicht zieht es vorbei, aber vielleicht auch nicht. Klingt irgendwie in der Entfernung wie Regenrauschen, oder? Ja. Das, was gerade irgendwie einsetzte. Unwirklich. Darf ich mir gerade mal ein Stück Stufe und die Knoll? Wenn du meinen Tarp damit anspielen möchtest, gerne. Ich hab tatsächlich nur noch das. Also ich habe so ein bisschen, weiß nicht, ob das ausreicht. Wenn ich noch was über habe, kannst du so viel haben, wie du möchtest. Ich habe auch noch was von unten. Meine Hose ist gerade offen. Ja, dann auf jeden Fall, klar. Ich dachte, du hättest bei dir auch alles verbraten. Eigentlich weiß ich da mal ab, wie das hier oben ist. Ich kann es auch nicht abschätzen. Das war einfach nur so ein bisschen harmloses Gegrummel. Ja, und aus der Ferne, wir sind ja so hoch, ne? So, auch wenn es noch das Schauern anfängt, das sollte eigentlich ganz gut halten.
Ja. Das sieht aus wie so eine Mischung aus Obi-Wan und Indiana Jones. Aber die Sachen halten schön warm. Und halten Regen ab. Außerdem ist die Kombination cool. Vielleicht ist Indiana Jones Obi-Wan. Bitte? Oh, mein schniekes, pinkes Feuerzeug. Das ist der Vogel, der den Tieren sagt, sie sollten den Wald verlassen, weil es gleich das Gewitter losgeht. Ja, oder weil irgendwelche Echsenwesen auf uns zukommen. Oh. Gut, dass ich die Machete dabei habe. Ich muss schon sagen, ich arbeite echt gerne mit der Machete. Also bei Machete oder Axt kann ich nicht sagen, was ich lieber mag. Das lässt sich mit beiden unterschiedlich, aber genauso gut arbeiten. Ja, sehr cool. Oh, sehr cool. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ein bisschen was habe ich auch gemacht. Nicht schlecht. Das soll gut funktionieren. Ja, ich würde diesmal auch versuchen, ein bisschen kleiner alles zu halten. Mhm. Und punktueller mein Topf zu befeuern. Oh ja. Letztes Mal war alles so ein bisschen groß irgendwie. Ich hätte einen großen Topf befeuern können. Ja, das stimmt. Oder zwei. Ach, du meinst oder zwei große? Ja. Ja, wobei es trotzdem ewig gedauert hat. Ne? Ja, gut. Aber du wolltest deine Nudeln auch richtig gut durchhaben. Die Linsen. Ich glaube, dass sie schon viel früher fertig waren. Ja, die gehen ja relativ schnell, ne? Mhm. Aber ich wollte das alles gut ziehen lassen und so. Und ja. Also die Distanz sollte eigentlich groß genug sein, dass du oben nicht die Hitze hast, ne? Ja. Sehr schön. Kann ich mich gut hinsetzen und ein bisschen befeuern. Auf jeden Fall. Ich würde mir hier, glaube ich, wieder die glatte Fläche mit dem Hobo schnappen. Stimmt, wir haben hier so. Das große Paket ist übrigens der Umhang. Tja, ja, es ist fast Wolldeckenformat. Aber genauso werde ich es auch mit verwenden. Ich kann das auch was. Auf jeden Fall. Daneben. Jo! Da ist ja wieder der Stein. Ja. Aber eigentlich ist noch keine Kerbe drin. Du meinst wie ich mit dieser riesigen. Aber das ist. Ah, doch, habe ich jetzt. Ja? Ich habe mir so einen schönen kleinen Puck geholt. Ja, ich habe eine Futterforce, eine super teure übertriebene. Die super teure übertriebene, das war hier Grenzforce, glaube ich. Ja, die so ein bisschen nach Wikinger aussieht. Mhm. Ja, optisch ist die super. Ja. Aber die Hulterforce macht genau das gleiche. Ja. Sieht halt mehr nach Gartenachs aus. Ja, gut. Das andere ist halt mehr so eine Wikinger Todesachs. Ja. Also ich glaube, ich kriege das hin hier. Musst du nicht, also wie gesagt, es ist mehr als genug Platz, wie du möchtest. Ja, vom Qualm her und so muss man ein bisschen gucken. Ne? Ja, eben. Dann kannst du wesentlich von der einen auf. Ich meine, der Qualm wird eh in deine Richtung gehen. Auch wenn du dich umsetzt, willst du dir folgen. Das Wetter ist ganz komisch. Ja, merkwürdig. Jetzt ist echt wieder schön. Gucken, wie es die Nacht über ist. Ich wundere, dass es noch so früh ist. Ich bin so eine halbe Stunde später losgefahren. Ich dachte, ich hätte viel länger an der Matte gesessen. Ja, eine gute Stunde, würde ich sagen. Echt? Ich hätte gedacht, es wäre viel länger. Das ging echt flott. Ich bin gespannt, ich hätte die Lodendecke, wie ich jetzt als Sitzkissen nutze. Die nehme ich nachher noch mit als Kopfkissen als zusätzliches. Kann ich so ein bisschen jetzt auf dem Stamm legen. Auf dem Balken ist ganz gut, ne? Genau. Dann müsste das eigentlich ganz gut passen. Das ist ja auch nur so ein paar Seile, dass dir das nicht runterfällt. Ja. Haben wir mich gar nicht kalt gestellt. Oh nein. Ja, brauchen wir nicht, oder? Dafür ist es kühl genug, wenn wir jetzt 13 Grad haben. Ja. Passt das. So, das Lager steht. Gerade
eben hat das so ein bisschen gedonnert. Aber jetzt ist eigentlich wieder ganz schön. Gucken, wie es so die Nacht über wird. Aber wir haben noch ein paar Stunden Zeit, bis es dunkel wird. Machen wir uns erstmal schön noch was zu essen. Und dann schauen wir mal weiter. Okay, so viel zu dem Prügel. Also die Machete missbrauche ich so ein bisschen, gebe ich ganz ehrlich zu. Das würde ich mit dem Messer nicht machen. Nee, aber mit der Axt. Ja, mit der Axt auch, klar. Das ist ja das Gute daran, dass die Axt dann eben nicht so hochkommt. Sehr schickes Dreibein. So Pinel ist mega cool. Ja? 10er hat das gekostet. Ernsthaft? Ja. Kann ich sagen. Das ist auch eins. Nee, ich habe ein Löwenmesser gehabt. Ah, das ist ja bei unserer einen Tour verloren gegangen, leider. Und also das muss man sich als Küchenmesser holen oder als Trackingmesser. Ja, ich habe meinen Schweizer mit. Das geht auch. Das find ich, da finde ich ganz cool, dass es halt rostfrei ist. Ja. Die, soweit ich weiß, also du kannst von Opinels auch auf jeden Fall rostfreie Version holen. Kannst ja alle, kriegst ja alles mögliche davon. Ja, ne? Aber ich glaube für einen 10er, ja, der Kohlenstoff, also das macht es kein Deutsch schlechter. Mein Akku hat so ein bisschen aufgegeben, deswegen muss ich mal gucken, was ich mit der Handykamera machen kann. Wir sind zu Sonnenuntergang sind wir pennen gegangen. Dementsprechend sind wir relativ früh wieder hoch. Dann ist jetzt gleich 3:30. Und es ist ja arg dunkel, wie man sieht. Der Mond ist schon wieder vorbeigezogen, also man hat hier wirklich kein Licht mehr. Es ist jetzt auf 5 Grad runtergegangen. Nacht war eigentlich ziemlich gut. Die Hängematte-Konstruktion ist richtig gemütlich. Man kann sich da echt sehr, sehr gut hineinlegen und es liegt sehr, sehr gut. Voltec hat sich auch wieder gut bewährt. Aber wenn ich hier jetzt so offen rumliege, dann bin ich froh, wenn ich ein bisschen in Bewegung komme, denn 5 Grad sind echt kühl. Also machen wir gleich erstmal Frühstück, Kaffee und dann löbt das.